Eine Revolution heißt die Umwälzung aller Verhältnisse. Und das hat in keinem einzigen arabischen Land stattgefunden. Was ist das, diese Arabellion, hat die FAZ erfunden? Ist das der richtige Begriff oder müssen wir das wirklich eine Rebellion nennen? Was ist das? Nein, ich glaube, es ist einfach eine Umwälzung, die aufgrund auch der Struktur der Gesellschaft, die ja sehr, sehr jung geworden ist, gekommen ist. Und dann eben auch, ich habe das in den Gesprächen in Tunis festgestellt, diese jungen Leute, die sich damals mit den Vorstellungen unserer Demokratie, unserer Menschenrechte und so weiter in den Kampf gegeben haben, wobei sie durchaus gute Muslime bleiben konnten, dass die im Grunde mit großen Illusionen angetreten sind. Sie hatten dann kein Programm, sie hatten keinen Führer, was ganz wesentlich war. Es hat keine Führungspersönlichkeit. Und sind meiner Ansicht nach manipuliert worden. Und zwar nicht in Tunesien. Da hat die Armee ja stillgehalten und hat sich neutral verhalten. An Ägypten, meiner Ansicht nach, ist von Anfang an die Tahrir-Bewegung von der Armee manipuliert gewesen, um Mubarak loszuwerden und den Sohn Gamal nicht als Nachfolger zu haben. Und als das erreicht war, hat man gemeint, man kann jetzt die Tür offen, man gibt Wahlen und hofft, dass der Mann des alten Regimes gewählt wurde. Wurde aber nicht, sondern der Führer der Moslembrüder, Morsi, wurde gewählt. Und Morsi hat bestimmt etliche Fehler begangen in seiner Regierungszeit, aber er ist systematisch sabotiert worden. Er konnte auch nichts machen. Die Polizei, die Sicherheitsorgane waren nicht vorhanden, sodass die Kriminalität zunahm. Die Wirtschaft hat gebremst und die Währung sank im Stahlflug. Und dann traten eben auch gegensätzliche Gruppen von Saudi-Arabien finanziert in der islamischen Gruppierung auf, sodass die Armee dann ihren Putsch durchgeführt hat. Das Wort Putsch, Coup, die Amerikaner haben das französische Wort Coup, darf ja in Amerika nicht ausgesprochen werden, sonst darf an Ägypten keine Subvention mehr geliefert werden, wenn es ein Putschistenstaat ist. Und es hat eben ein Coup stattgefunden und er hat ein Regime etabliert, was sehr viel brutaler und grausamer ist als das von Mubarak. Und das ist eben das schreckliche Resultat, vor dem wir stehen. Und wir stehen vor der irrsinnigen Vorstellung, dass Saudi-Arabien, die Wächter der heiligen Städte, der Kern des Islam, wie sie sich selbst betrachten, ich hoffe, dass sie selber ja im Grunde Abschweifer sind und die wahre Lehrer mit ihrer Dynastie verraten. Aber dieses Land unterstützt nicht etwa die Muslimbrüder, die ihnen ja eigentlich näher stehen sollen. Nein, die sind ihnen zu liberal. Die wollen ja wählen. Die würden ja keine Dynastie tun. Und sie haben sich dann voll hinter das Militär gestellt und finanzieren das Militär in einem Ausmaß, wie die USA es nie getan haben.